liebes Horrorspiel. Ah, da startet es. So. Da haben wir's. Und das hier soll so ähnlich sein wie BT. Ich weiß es nicht. Ist eine Empfehlung von Fräulein Pandoria, yours truly. Und deswegen lassen wir uns mal überraschen. Es soll ähnlich sein wie BT. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Und vielleicht muss ich... Fang endlich an zu spielen. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt schmoll ich. So. Bitte kein FNAF. Nein, FNAF spielen wir nicht. So, lalalala. Guck mal hier, Klankbild, Freckman, Dimebag und Steves42, alles Supermenschen, Supermenschen. Und hallo an dem W. An dem W, an dem W, an dem W. Und ich würde sagen, wir legen los mit Continuous. Continuous. Wir spielen heute viele kleine Horrorspiele. Hier sind wir zum Beispiel gerade, wir sind gerade umgezogen. Hier Berlin-Mitte, schnieke Wohnung, Berlin ist günstig, oder zumindest hier zumindest, obwohl Berlin ist gar nicht mehr günstig. Hier Altbau, wie ich gerade sehe, auch noch mit Säulen, mit Stuck in den Wänden, das ist alles dabei. Auch wir haben auch großartige Gemälde an den Wänden, es ist wunderschön. Zwei Vasen haben wir auch. Und das ist erst der Hausflur, wie ich gerade sehe. Oder ist es der Hausflur? Sieht aus wie der Hausflur. Das ist die Wohnung. Das ist der Wohnungsflur, der aussieht wie der Hausflur. Klo ist leer. Die Badewanne ist behindertengerecht. Das kommt mir sehr zu Pass. Ja, hier auch moderne Architektur. Hier auch Waschbecken, Handtücher gibt's auch. Es gibt auch drei verschiedene Lotionen mit gleicher Textur, die ein bisschen durchsichtig sind. Das ist ganz famos. Es gibt einen Spiegel, der nicht spiegelt. Es ist sehr schön. So, und es gibt Vasen mit... Naja, bei anderen Leuten ist das Grünzeug, aber ich habe vergessen zu gießen. Ich habe eine Vase ohne Wasser. Ich muss mich gleich an der Nase kratzen. Und das mache ich sehr übertrieben. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich einlasse. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich habe es nur angetestet. Ich drücke E und nichts passiert. Nichts passiert? Okay. Bei BT, wir erinnern uns, der erste Durchgang war auch relativ easy. Da sind wir einfach durch den Flur gegangen. Hier ist offenbar... Ach, hier haben wir noch nicht eingerichtet. Hier stehen noch die Umzugskartons. Ist mir ein bisschen peinlich jetzt für euch, dass ich hier noch nicht aufgeräumt habe. Aber naja, dafür gehen wir jetzt... Hier sind so viele Türen. Ich finde mich überhaupt gar nicht zurecht. Dafür kommen wir jetzt in den Kann ich... Okay, wir haben die Tür gefunden, mit der sich alles wiederholt. Bis auf Kleinigkeiten. Das Licht war aus... Ich gehe erstmal ins Bad. Haben wir denn neue Erwachsenenwindeln hier irgendwo? Nein, haben wir nicht. Hätte ich vielleicht vorsorgen sollen und ich Idiot trinke auch noch Energy Drinks, was immer eine gute Idee ist. Da kommen wir nicht durch. Ich kann mir das Layout der Wohnung nicht merken. Ich mache das Spiel mal lauter, ne? Kann ich gar nicht machen. Das Spiel ist so laut, wie es ist. Tut mir leid. Dann rede ich einfach leiser. Das war das Badezimmer. Ich blick hier nicht mehr durch. Das war, von da kommen wir. Dieses Wohnungslayout ist echt doof. Ich blick da nicht durch. Und die eine Tür, die nicht aufgeht, und die andere Tür, die nicht aufgeht, obwohl da steht, die Tür geht auf. Hier waren wir schon drin. Die geht aber nicht auf. Okay. Dann gehen wir darüber jetzt. So. Die geht überhaupt nicht auf. Wo geht's denn dann weiter? Badezimmer. Ein gemütliches Sitzmöbel und ein komisches... Wer baut sich denn so ein Fenster in die Wohnung? Das ist doch so ein Badezimmerfenster und das ist hier im Flur. Ist voll komisch. Hä? Wo geht's denn jetzt weiter? Muss ich jetzt zurück? Ach, jetzt geht die auf. Ach. Ah, und wir kommen nochmal hier... durch? Da hat jemand geweint. Ist aber gemütlich eingerichtet fürs Baby hier mit den Spanplatten. Ich mag das Lied auch sehr gerne.
Okay, meinem Kind würde ich nicht so eine hässliche Vase ins Zimmer stellen, aber hey. So, wir haben eine Kamera, mit der wir jetzt den Blitz benutzen können, offenbar, mit F. So, probiere ich gleich mal. Hier ist alles noch ruhig. Ich gehe nochmal ins Badezimmer, kann ja nicht schaden. Wiss? Kann ich die Tür wieder, bitte wieder öffnen? Nicht schaden, sagte er und ging ins Badezimmer. Ich komme hier nicht mehr raus, ne? Irgendwer atmet dann noch? Was war das denn gerade? Spider-Man, Spider-Man! Kann ich hier raus? Warum spiele ich das? Ich flüster wieder. Mit das Gruseligste ist ja auch diese Vase hier, muss ich sagen. Die ist wirklich sehr gruselig. Oder diese komische 3D-Perspektive, da habe ich auch Angst vor. So. Der Vorratsraum, was passiert hier? Nichts. Okay. Du machst mir keine Angst. Da flimmert's rot, das ist doch richtig. Guck mal, da ist ein... Ich glaube, der schreibt Kommentare auf YouTube. Ich dachte gerade, das wäre eine Kettensäge jetzt. Ich bin voll verstört gerade. Ich bin einfach nur verstört. Hallo? Die AWO-Beratung ist da. Hallo? Oh, fühle mich unwohl gerade.
Ich wollte dieses Kind nie. Wo ist die Tür? Ach, da. Alter, ist das verstörend auf so vielen Ebenen. Hä? Jetzt gehen wir in die... Die Tür wird zugeschlagen, ich weiß es genau. Nicht... Oh, oh Alter, ey, ja, ich... Boah. Ich brauche erstmal eine Spritze im Arm, um mich zu beruhigen hier gerade. Da liegt doch was. Ein Telefon, das wir natürlich nicht... Toll, ich wollte es benutzen und drücke auf F. Ach, das Kind hört wieder Scooter. Aus dem wird sowieso nichts. Ich glaube, Scooter gibt ein Live-Konzert. Tschüss. Oh, Alter. Ey, lad niemals Scooter ein. Das ist echt eine schlechte Idee. Steht der immer noch da und eiert? Scooter, soll ich was mitbringen? Ich habe noch auch Getränke hier. Ich habe noch Cola im Regal, wenn du möchtest. Also Dinge, wo ich nicht hingehe, ist zu Scooter. Ich bleib mal lieber hier im Rest der Wohnung. Ich glaube, der macht jetzt Dubstep oder so. Hört sich zumindest. Oh, Alter, ey. Warum mache ich das hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So, kann ich hier auch wieder raus? Ich muss zu Scooter. Ich weiß, ich muss zu Scooter. Ich versuch's trotzdem irgendwo anders, aber ich weiß, ich muss zu Scooter. Du bist ein Topmodel. Ich mach Fotos von dir. Du bist ein Topmodel. Gehen wir nachher noch zu mir. Du bist ein Topmodel. Du siehst super aus. Du bist ein Topmodel. Kommst du zu mir nach Haus? Scooter macht Dubstep. Was? Wie behind me? Da war doch nix. Hm. Da ist doch nix behind you. Ich geh. Scheiß Polizei! Das furchtbare Geräusch! Boah, Alter! Der hat nicht gesagt find you, der hat gesagt behind you! Nix. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Hä? Oh, die Blumen! Ich verstehe gerade nicht. Was soll ich denn jetzt? Im Bad waren wir schon, glaube ich. Was soll ich jetzt machen? Ja.
jetzt geht die Tür. Oh, oh. Ah, jetzt hier blaue Romantikbeleuchtung. Na, endlich. Jetzt wird's richtig schön hier. Mm, blau ist doch die Hoffnung, sagt man. Die Hoffnung darauf, dass das Scooter vielleicht schon gegangen ist. Erstmal eine Cola aus dem Regal holen. So. Der dicke Nachbar ist wieder da! Der dicke Nachbar! Nein! Da leuchtet es. Alter, dieses Spiel ist echt mega ungemütlich. Das ist echt furchtbar. Ich mach die Tür noch nicht auf. Ich will gucken, ob noch irgendwas anderes passiert. Na, Scooter! Was? Ende. So. Was da steht. Da. Da? Nee, da. Was da steht. Ende. Okay. Ja, dann sind wir ja durch. Dann haben wir es ja. Boah. Also es ist kurz, aber es war schlimmer als BT, fand ich es nicht, aber es war halt ähnlich wie BT vom Korridor her. Aber hey, immerhin haben wir mal Scooter gesehen. Ich habe mich immer gefragt, was aus ihm geworden ist. Komme ich hier auch wieder raus irgendwie? Nee, ne? Ich muss da so. Ja,